Na, kennst du die Stelle? Schön an der Belaya mit Grundruten und zwar auf die Güster. Die fehlt mir hier noch als Trophy und deswegen testen wir jetzt hier den Spot. Ja, die Güster an der Belaya suche ich schon seit Jahren als Trophy und Aalglatze mal schön entspannt, ein Jahr Pause gemacht vom Game, sagt er, aber jetzt wieder back und direkt am Spot und direkt hier Güster gefunden und das testen wir doch hier mal, denn ja, die Chance auf eine Güster an der Belaya ist nicht so groß und wenn man die Möglichkeit hat, den Fisch hier abzuschließen, dann nutzen. Dann ran hier, rauswerfen die Köder und hoffen, dass die Güster hier funktioniert. Wäre nicht so schlecht, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir gucken gerade mal eben kurz rein hier. Trophäen, Belaya und was sehen wir hier? Die Güster. Einziger Fisch, der noch fehlt als Trophy für den Ehrenfischer an der Belaya und dann wäre hier komplett alles abgehakt und die nächste Trophäe sozusagen, der nächste Pokal im Haus. Ja, Ehrenfischer Belaya, wäre nicht so schlecht, würde ich schon mitnehmen. Vielleicht klappt es ja dieses Mal hier. Ja, schön auf klassische Kombinationen. Wir gucken uns das gleich natürlich im Detail mal wieder an, wo stehen wir hier. Mit welchen Ködern, mit welcher Futtermische natürlich und wie ist das gesamte Setup aufgebaut. Denn für die Güster hier sind wir ja an für sich immer ein bisschen feiner auch unterwegs. Gar nicht so ganz groß und natürlich, ja, wie gesagt, fein von den Vorfächern und von den Schnüren. Schauen wir uns gleich im Detail an. Die wollen wir haben, bloß doppelt so schwer. Also 800 Gramm Minimum für die Güster. So, ich werfe noch mal raus. Gucken wir mal, was hier geht. Ich denke jetzt gerade hier gleich in den Abendstunden, da wird das gleich noch mal so richtig schön reinballern. Bisher sieht es so aus. Also in 6 Minuten hier schon einige maßige dabei. Alles so schon in Richtung von 500 Gramm. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin auch von der Hakengröße, gucken wir uns gleich, wie gesagt, noch an, mit einem 6er unterwegs. Also gar nicht mal so klein. Aber wir wollen ja auch die Großen. Und das, was jetzt gerade reingekommen ist, also diese Untermaßigen, die auch die andere Färbung haben, die wollen wir natürlich im Idealfall nicht. Und es sieht gut aus. Also Frequenz ist da, bis Frequenz läuft. Eine Route nach der anderen. Sehr schön, so soll das sein. Dafür, dass ich jetzt hier gerade frisch angekommen bin, gar nicht so schlecht. Ich habe hier die ganze Zeit jetzt natürlich das PVA gerade drauf, also die Futtermische. Und das Ganze wird auch schwierig ohne Futtermische, also ohne PVA. Man kann es natürlich dann probieren, dass man den Spot vorher anfüttert, vielleicht mit einem Feederkorb. Denn wir sind hier auf 30 Meter Entfernung draußen. 30 Meter weit raus. Das kann man, wie gesagt, mit dem Feederkorb einmal anfüttern. Man ballert vielleicht so 20 Mal raus. Ja, oder 15 vielleicht erstmal für den Einstieg. Dann legt man seine Boilie-Kombination aus. Und dann muss man zwischendurch einfach mal, ja, nochmal nachfüttern vielleicht, ne? So nach 12 Stunden vielleicht einfach nochmal ein bisschen nachlegen. Ja, die wollen wir hier natürlich nicht. Die ollen Rotaugen. Zack. Ich werfe die ganze Zeit hier zu diesen Bäumen. Also, das ist das Ziel. 30 Meter weit raus. Und wir sehen, gute Frequenz. Kann man machen. Passt schon richtig gut. Und wenn jetzt hier, ja, wenn man hier noch ein bisschen durch... Oh nee, ausgeschlitzt. Der war sogar relativ groß hier, der Brocken. Ausgeschlitzt. Vielleicht doch gleich nochmal ein bisschen anschlagen. So, und wieder raus damit. Also, legen wir los, gucken wir uns die Details an. Wo sind wir denn hier auf der Map? Was ist denn das hier für ein Spot?
Wir sind, ja, an der Belaya und zwar hier ganz unten im Süden an diesem Schniepi. Häufig steht man hier an den Kajaks. Auch immer wieder eine Möglichkeit, hier hinzuwerfen. Durchaus eine Option. Und ja, da entweder ziemlich links rüber an den Kajaks, an dem Busch vorbei oder eben an den Kajaks direkt geradeaus geworfen. Also auch das durchaus eine Area, wo die Güster immer mal wieder funktioniert. Und auch hier, jetzt auf 30 Metern, war das auch schon mehrfach, dass das hier geklappt hat. Also Koordinaten 68, 31. Manchmal kommt man hier angerannt und dann hat man vielleicht noch ein bisschen andere Koordinaten. Ja, vielleicht so die 67 vielleicht. Aber so grob hier in dieser Area, ich sag mal jetzt, wenn man hier so ein bisschen rumsteht, 68. Ja, guck mal, jetzt ist auf einmal wieder 67. Genau, das sind so die Koordinaten. Und ja, von der Map eben hier unten in diesem Bereich. Also, so viel zum Spot. Wir ziehen jetzt erstmal eben schnell alles hier wieder rein, bevor die hier alle abhauen. Nochmal eben anschlagen. Was natürlich passieren kann, von daher die Bremse nicht zu hoch ziehen. Es können hier auch durchaus mal Schuppenkarpfen reingehen. Ziemlich selten hier auf der Seite, häufiger auf der anderen Seite. Aber passiert halt schon mal, dass man eben hier auf die Köderkombination eben einen Schuppenkarpfen hat. Da ist er auch schon. Und die können hier tatsächlich auch mal richtig groß werden. 10, 15 Kilo. Ja, also da nicht überrascht sein, wenn man da auf einmal so einen richtigen Brocken, so einen Monsterdrill hat hier. Wir sind hier mit Boilies unterwegs und dementsprechend, ja, ballern eben hier auch Karpfen auf Boilies. So, schnell wieder raus. Zack, zack, zack. Und das dritte Setup auch nochmal schnell hier reinholen. Jawohl. Passt soweit. Bisher, ja, noch keine, die so richtig über 500 Gramm war. Naja, noch nicht. Aber es ist die Güster da, es ist eine gute Frequenz da und es ging eben auch schon sofort los hier mit der Güster. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man eben gar nicht lange warten muss. Wie sieht denn das Setup aus? Also schauen wir rein hier in das Setup. Ich stehe jetzt hier gerade nur mit den Feederrouten. Man kann natürlich auch gut hier mit den Winkelpickerrouten stehen oder vielleicht sogar mit den Karpfenrouten. Komplett übertrieben. Komplett übertrieben, weil wir sind natürlich hier nur ganz fein mit 6,8 Kilo geflochtenem Vorfachsmaterial unterwegs. Also relativ dünn auch noch dabei und eine Schnur, die sich schön dem Untergrund anpasst. Also jetzt so ein bisschen was Feineres. Dementsprechend, wie der Untergrund ist, natürlich auch das Blei gewählt und das LED-Core gewählt. Ist ja klar, weil man das halt so macht beim Karpfenangeln oder bei diesen Karpfenmontagen. Ganz wichtig, also Bleifarben oder von der Bleifarbe her Stein und eben auch hier Gravel, Kies als Untergrund. Und dementsprechend passt das dann hier. Sechser Haken hierzu und dann lüppt das Ganze. Und jetzt ist natürlich entscheidend Futtermische und Köder und die gucken wir uns jetzt an. Also bei den Ködern, auch das wieder eine ganz klassische Kombination. Wir kombinieren hier Karamell und Crème Brûlée. Also Crème Brûlée und Karamell in Kombination und da haben wir dann zwei Möglichkeiten, einmal Milchcreme als Dip oder eben Sahne als Dip. Beides funktioniert ganz gut. Ich würde beides einfach testen. Milchcreme oder Sahne als Dip mit Crème Brûlée Achter Boilies, also kleine Boilies und ja, diese kleinen Karamell Boilies. Das läuft ganz gut. Und das dann eben in Kombination hier mit der Futtermische. Die ist hier, Alter, jetzt hüpft es hier aber heftig, weil hier gerade Biss drauf ist. Also wir haben Erbse. Die ganz normale Erbse als Basis, dazu dann Karamell 14 und oder Karamell und Crème Brûlée als Boilie geschreddert. Die Größe ist egal, ob man einen 8er schreddert, einen 14er schreddert oder einen 20er schreddert. Am Ende nach dem Schreddern sind die Partikel immer gleich groß, deswegen ist es egal, wie groß der geschredderte Boilie ist. Das, was du hast, schreddern. Rein mit in die Futtermische, Fliegenmatte dazu, Zuckmückenlarve dazu, Karamellsoße oben drauf und raus damit
als Futtermische und dann haben wir doch schon alles. So, das Ganze hier, wie gesagt, auf dem 6er Haken. Und jetzt hoffen wir hier von der Uhrzeit her natürlich, dass das jetzt in den Abendstunden nochmal richtig schön reinballert. Und dann auch in den Morgenstunden, denn das ist so ein bisschen die Primetime. Also ideale Zeit eben, Abendstunden, Morgenstunden. Zobel, auch nicht schlecht. Und das auf die Köder-Kombi, das ist auch eher selten. Schön großer Zobel. Ja, so gewichtsmäßig kann das doch schon sein. Jetzt ist natürlich hier auch gegen die Strömung. Das heißt, dementsprechend wird das Ganze, ja, wird er vielleicht gar nicht so ganz groß sein, der Brocken. Siehste, der darf gerne doppelt so schwer werden. 800-900 Gramm nehme ich doch gerne mit. Nächste hier, zack. Ja, ja doch, ich kann nochmal in die Bremse ein bisschen höher ziehen. Sehr schön, sehr schön. Und wie sieht es aus hier? Nächste Brocken. 770, 30 Gramm zu wenig. Oh, Baby. Aber das sieht auch schon gut aus. Solche Güstern wollen wir hier haben. So kann das gerne weitergehen und so läuft das hier auch weiter. Zack, wieder raus damit. 30 Meter. Übrigens mit den kleinen Winkelpickerrouten. Wenn man hier mit Winkelpickern steht, kann es schwierig sein, auf diese Entfernung zu kommen von 30 Metern. Da gibt es eine Möglichkeit. Ich gucke mal eben kurz hier bei meinen Winkelpickern. Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Das heißt, wenn ihr damit nicht weit genug rauskommt, einfach hier diese Bleie verwenden. Flycast. Flycast-Bleie haben eine super Flugeigenschaft, kommen richtig, richtig weit raus. Auch wenn die nur sehr leicht sind, also hier mit 14 Gramm, vielleicht 21 Gramm, je nachdem, was ihr für Winkelpickerrouten habt. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr mit den Pickerrouten nicht weit genug rauskommt, Flycast-Bleie verwenden, die sich einfach gönnen und dann raus damit. Also damit kommt man richtig gut weit raus. Verwende ich auch immer wieder gerne beim Köderfischangeln, weil man eben beim Köderfisch einen ziemlich schweren Fisch halt dran hat und trotzdem eben Flugeigenschaften noch braucht, also dass das Blei eben den Fisch richtig schön weit raus katapultiert. Das wäre hier eine Möglichkeit. Und hier geht es weiter. Also ihr seht, es läuft. Dickes, fettes Dankeschön an Aalglatze, dass er hier direkt Bescheid gesagt hat und sich erinnert hat. Alden, du brauchst doch noch die Güster. Und es ist tatsächlich so, ich brauche immer noch die olle Güster. Als Trophy hier an der Belaya, das wäre doch der absolute Hammer. Und ich werde auch noch ein bisschen durchziehen. Vielleicht ballert sie gleich einfach rein. Das wäre doch der Superhammer. Endlich abgehakt hier. Würde ich schon mitnehmen. Guck mal hier, 500 noch was. Also, sie werden größer hier in den Abendstunden. Und wie gesagt, ich werde es auch gleich in den Morgenstunden auch noch weiter testen, ob das Ding reingeht. Ja, so viel dazu. Cash-mäßig, ja, kann sich sehen lassen. Aber aufs Cash kommt es mir überhaupt gar nicht an. Ich will jetzt hier gerade nur eine spezielle Trophy fangen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch mit diesen Fischen Cash machen. Vielleicht sind die auch im Café gerade drin. Na guck, der kleine Schuppi hier mit 3 Kilo könnte auch noch reingehen. Zobel kann ich vielleicht gleich noch einen fangen und abschließen. Zobel in groß, ne? Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ne, sonst ist die Güster nicht drin. Aber so im Ganzen jetzt hier in den 18 Minuten 71 Silber. Auch nicht so schlecht. Also, Petri Ölümmels, zieht raus die Brocken. Einfach auch mal hier testen, ob das für dich funktioniert. Und wenn es funktioniert hat, natürlich doch Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.